Burnout 3 kommt und es wird nicht nur noch schneller als die beiden Vorgänger, es wird auch deutlich mehr Blechschäden geben. Und dank einer neuen Grafik-Engine sehen die Unfälle jetzt noch spektakulärer aus. Die Crashs sind aber mehr als nur Effekthascherei. Sie sind ein wichtiges Spiel. Je mehr Blechschäden man verursacht, desto mehr Punkte gibt es am Ende. Und die Testfahrer hier scheinen ganz genau zu wissen, wie man ordentlich abräumt. Ab dem dritten Quartal dürfte es ihnen gleich tun.